Was wollt ihr von mir, Riot Games? Ja, deswegen sind jetzt hier auch einige der einfach, also einfach Lücken. Global Contract Database Lücken. It is sad. Ganz viele Punkte, die frei geworden sind. Spieler, die nicht mehr da sind. Spieler, die jetzt nachgefüllt werden müssen. Das hier ist das Academy-Roster von Die Platz Kia. Selbst Showmaker ist released? I didn't know. Dass selbst Showmaker-Vertrag ausgelaufen ist. Alle von KT bis auf BDD. Alle von Bro. Nur Owner und Faker bei T1. Das wussten wir natürlich die ganze Zeit. Nur Pace bei Jinji. Alle bei Kwangdong. Let's go, Kwangdong. Die haben auch richtig fett gescrimpt gegen T1, ne? Ganz Kwangdong bleibt sozusagen. Not bad, Kwangdong, we take those. Ja, ganz DRX bis auf Rascal. Selbst Barrel ist released worden. Nongshim hat auch ihr Roster bereits fertig. Also nett. Kwangdong, Nongshim eher so die unteren LCK-Teams, ne? Sandbox aber komplett leer bis auf Willa. Der ist der Einzige. Ja, ist einfach alles leer, by the way. So ein Spieler pro Team mal zwei. Oder also maximal zwei, meine ich. Hier und da mal zwei. Aber was war es? Owner Faker, Alter. Der Rest sind halt nee, sind halt Substitutes respektive Academy-Spieler. Main Roster ist keiner von KT geblieben, das hier ist Academy. Das ist auch Academy von Dammon. Hier oben war Main Roster. Wilde, wilde Off-Season-Transferperiode, die uns hier gemeinsam erwartet. Chats, wir werden jeden Tag gemeinsam reingucken auf Reddit, Twitter und natürlich auch in die Global Contract Database, um uns die Ressourcen, Informationen ranzuholen. Aus den Ressourcen, die wir haben, bleibt spannend, wo der Weg hinführt für alle Boys aus Korea und wer davon nach Europa kommen wird. Interessiert mich am meisten, denn ich plädiere dafür, dass wir eine zweite Phase der Imports in Europa brauchen. Das würde uns allen helfen, hier in Europa besser zu werden insgesamt. Wäre durch neue Imports auf jeden Fall förderlich. Schon ein cooler Champion, ja safe, weil wir die Basic-Kombos und Items verstanden haben, wird der Champion auch sehr OP sein. Die Frage ist halt bloß, ist es überhaupt notwendig, Mana-Items zu erwerben auf Hawaii? Weil wir haben keine Mana-Probleme. Die WE-Carried. Mana-Flow plus WE, können wir vielleicht direkt Riftmaker gehen oder keine Ahnung, Night Harvester, falls es noch gibt. Ja, das war keiner useless. Also, ja, Triple Tonic, Push-Out, 5 True Damage an Minions für 16 Sekunden, 20 Adaptive Power für 16 Sekunden und dann der Level-Up-Hot. Das ist halt eher so ein Kale-Item, ne? Ich glaube nicht, dass es so useful ist allgemein. Ich hätte lieber die Schuhe, wo ich einfach einen Kill for free kriege, 300 Gold sparen darf. Das ist keiner nice. Stopwatch gibt es jetzt gar nicht mehr, richtig. Eine Änderung, wonach viele Leute gefragt haben. Stopwatch wurde removed. Das ist nice. Heißt der Champion jetzt Hawaii oder Huawei? Nee, ich glaube, das H ist sogar stumm. Aber er wird für immer Hawaii bleiben. Gibt es das fertig, sonst noch? Ja, aber es ist jetzt ein Tank-Item. Nein, ist falsch. Gibt 120 AP, glaube ich. In dem offiziellen Riot-Video von gestern war Sonjas drin ohne AP. Aber du hast vielleicht recht und im Laufe des PBEs wird sich das alles nochmal ändern, denn der Patch ist ja gerade erst heute live gegangen, also. Sonjas. Nice! Frage ist dann, ist das jetzt die Version, die sie im Game halten wollen? Oder ist die Version aus dem Video die, die sie vorhaben? Also was davon wird sich durchsetzen, right? Wollen sie das haben? Oder wollen sie das, was jetzt auf dem PB ist, behalten? I don't fucking know. So, ganz viel WE wieder, ne? Hier, was spielen wir? Auch wieder gegen Hawaii? Wollen spielen andere Hawaiis? Comet. The fuck? Ja, wir haben Priorität wegen unseres WEs, kriegen also zuerst Level 2, dann können wir hier die QE anwenden. Boop. Und dann wieder WE und dann kriegen wir komplettes Mana zurück und sind wieder voll Mana. Das ist ja komplett heftig. Und natürlich ganz viel Molten Fisher Spam. Oh, er hat mich gebissen. Der Kiefer. Er hat kaum noch Mana, weil er kein WE castet. Er kann sich wieder hochsustainen, wenn er möchte. Das ist ja nicht das Problem. Er kann es ja immer noch machen. Diese 100 Mana Q kickt einfach hart rein. Also, ja, WE. Ich glaube, diese Long Range E macht ihn auch in Landing Phase extrem lästig dagegen zu spielen. Ha. Und bam, die Q hat ihn gehittet. Passive Proc. Strong. Noch der W. Ja, hier. Execute. Oh, er flasht es. Wichtig. Macht den meisten Damage. Ne? Er war isoliert und war execute. Das wäre huge gewesen, wenn er es gehittet hat. Guter Flash. Und Solo-Kill, let's go, die Kombo. Der Kiefer getroffen, dann der Blitz von oben mit Execute und dann Flash-Auto-Text, weil wir sind vorher sein Flash bekommen haben. Not bad. Huawei Way Main, sage ich. Ja, I'm beginning to understand. Meine 50 Spells. Eine Q ist immer Damage, W ist immer Utility und E ist immer auch Utility. Die Frage ist jetzt bloß, gehen wir überhaupt so ein Item? Also brauchen wir überhaupt Magic? Wir brauchen kein Mana. Then again, what do we... Come, haunting, guys. Fuck that shit. Take me back. Ah, ich stehe nicht in der Welt. Oh mein Gott. Liegt am Hyping, dass der außerhalb der Base stand. Ist nicht mein Fehler. Er ist objektiv gesehen nicht mein Fehler. Ich hab Ult Advantage. Wir nehmen den Fight. Er ist fast tot. Wo bist du? Der Kiefer beißt. Wäre witzig, wenn er gesniped worden wäre. Ich hätte ein bisschen Magic Damage gehabt, lol. Ich hätte so eine Haunting Geist. Och nö. Wurde angeflasht. 3 Mann Mitte. Team. Okay, gib mir meine Haunting Geist.
ich habe jetzt eh gecastet, die ist einfach bis zum Ende ready. Das ist so insane. Oh, meine Passive. Strong. Du bist fast tot, Freund. Du bist fast tot, Freund. Oh, ich hab ihn gesniped. Ja! Mit der QW hinten am Turret. Geil. Oh, ist das geil. Ist das geil. Oh, Mensch, ich hätte das getroffen. Wenn ich da beide gesniped hätte, wäre es aber auch zu crack gewesen. Der Kiefer, der Kiefer, der Kiefer. Nice. Kann ich gleich schäden? No, no, nicht von dem. Nein. Ja, mein Schild dranbleiben. Mein Schild rettet mich. Er weiß es nicht. Geil. He didn't know. Mein Schild saved mich vom Ignite, weil es halt die ganze Zeit neues Schild gibt. Garen wusste das nicht. Geil, ey. Der Kiefer? Oh, shit. Echo hat Smite. Haben wir den ersten bekommen? Du musst raus da, Kamel. Jetzt haben wir 4 von 6 Void Grubs. Die anderen werden wir aber wahrscheinlich nicht bekommen. Lol. Und BAM! Und warum ist der actually durchgelaufen? Ey, ich bin fucking dead. Oh, am I? I'm not dead. You are dead! Wait, is he dead? Oh, die Q! Wie kann man so boosted sein? Riot Games! Na, ist actually fine. Ist 300 Ping, ist 300 Ping. Das war nicht mein Fehler. Ist 300 Ping, ist 300 Ping. Aber warum ist da denn der Busch jetzt so um die Ecke? Wen willst du verarschen? Ich, das ist so cool mit der Wand. Ich liebe es, dass sie das gemacht haben. Tolle Änderung. Es wird Objective Fights so viel spannender machen. Und viel weniger Trades für Herald, für Drake. Wird Blue Side schwächer machen, auch gerade in Competitive. Das ist so geil. I like it a lot. Mir gefallen meine Mage-Optionen nicht, though. Also ich mag kein einziges Mage-Item für Mana. Weil ein Lost Chapter kauft, baust du halt ja nichts Gutes aus, ne? Also, all die Optionen sind bad. Vielleicht ist Zeros noch die beste, aber das ist keiner bad. Also für zumindest Hawaii. Das hier ist auch keiner bad, aber ist wahrscheinlich das Beste noch mit mehr Ultability Haste und so. Okay, ich will einsteigen. It's me. It's me, it's me, it's me, it's me. Nein, ist doch ein Cooldown. Ist sie gegen eine Wand gefahren oder was? Er ist rüber geportet. Kein Mana mehr. Ja, ein bisschen Mana ist, glaube ich, gut. Vielleicht reicht doch einfach eine Träne und nicht ausbauen. Macht 0 Damage? Da würde ich lieber diesen Point Click 4 haben und dann jemanden die Fresse geben, weißt du? Guck mal, das sieht stark aus. Der 4 und dann QQ? Udi. Ja, ein bisschen Mana brauchen wir doch. Aber wir sind das ganze Game durch hinweg sehr gut durchgekommen mit einfach WE casten und Mana Flow, ne? Hat da jemand? Ja. Das ist super. Hätte früher eh QQQ machen sollen, um ihn zu retten. Diese Mauer ist so geil. Ich finde das so cool. Gott, das macht Drakes und alles so viel schwerer. Ist das schön. Das kommt. Der Drache schwimmt von unten nach oben, oder wie? Der Nash meine ich. Lol. Cool. Da sind wir dann immer zusätzlich, weil wir nicht dastehen. Aber die sieht auch sehr cool aus. Haben wir in Game 1 gesehen. Der so seine einzelnen Arme aus dem Boden rausnimmt. Und das ist die Nash-Map geworden. Okay, nicht die andere. Ich komme, Team. Ich bin gleich da. Wartet lieber auf mich, sonst könnte es nochmal eng werden. Do not fear. Hawaii is here. Ich hab alles genutzt bisher. Aber nicht die WE am Ende. Die haben wir getroffen, die QE. Das Auge, das Auge, das Auge. Oh. Hat er gerade für ein Item gehabt? Und was hat er gerade auf mich gestackt von dem anderen Hawaii? Nicht gesehen, was? Einfach das mehr, ach, das war sein Ult. War mehr das Proc. Okay. Still fine. Und bam, Junge! Der Move zieht zum Flanken. Nicht der Tollkühne! Team! Yeah, fuck, Garen. Ich hab auch Flash. Mal. Oh no! Das Shit? Der 4? Oh mein Gott, der 4! Oh, der Kiefer! Ich hab kaum was gedrückt hab. Der Snipe. Okay, ich hab gerade komplett missplayt bis aufs Ende. Ja, I don't know, irgendwie wirken die Mana-Items alle scheiße. Zumindest die Lost Chapter-Items. Was gibt's noch für andere Mana-Items? Es gibt nur Lost Chapter oder Deathcap. Oder Vages.
Heißt, alle Mana-Ups sind actually scheiße. Ich meine Q outrunnt ihn, oder? Hup. Zumindest bis seine nächste kommt. He's burning. He's getting sniped. Schade. Oh, never mind. Hit. Oh, no, no, no. Die Echo Q. Oh, ich bin nicht tot. Ja, mega interesting, der Champion. Also macht wirklich Freude zu spielen. Noch habe ich ihn lange nicht drauf, aber wir sind jetzt einiges besser als in den beiden Runden davor. Ne, QQ für Damage, W für Defensive Utility, E für Aggressive Utility. Macht doch echt Spaß zu spielen und wahrscheinlich zu meistern, damit es immer umso geiler sein. Long Heavy Stuff hat und Top 9 Mages. Jetzt sind die Items zurück. Bin ich tot, oder kann ich das spielen? Ich schilde mich. Warte auf mein 4-Fiend. Ich habe wieder gekiefert. Ja, still win these. Ich habe gekiefert, obwohl ich gar nicht kiefern wollte, weil ich manchmal Spells spamme. Ich darf echt nicht doppelt drücken, sonst kommt es einfach doppelt durch. Wenn ich Hyping hätte, wäre es nochmal besser, aber whatever. Damit müssen wir heute nochmal leben. Oh, ich wurde geholt jetzt. Oh, ein Doppel-Combo plus Passive. I still died. Ja, nice Runde League. Mega wild. Mega wild. Altes Leandris ist back. Direkt mal Mordekaiser Gwen und vor allem Vladimir. Jo, also der erste Adok von der Y auf jeden Fall, wenn ihr mich fragt. Starker Champ. So vom Design her kann man sehr viel rausholen, 100%, wenn man den Charakter wirklich verstanden hat. Wird noch mal einiges mehr drin sein. Ja, den Champion zu meistern wird auf jeden Fall schwer sein. Aber am Ende gibt es so ein paar Grund-Basic-Kombos und dann hast du deine Trade-Patterns auch drauf, so ist nicht.